Das kann sein. Ja, vielleicht war man da, also wenn ich das gesagt habe, dann mein damaliger Stand war, dass das so ist. Ich habe aber danach halt jetzt des Öfteren gehört von den Insidern so, dass es halt nur eine gewisse Zeit zählt danach nicht mehr. Das erklärt auch, warum zum Beispiel mein Browser, der im Hintergrund immer noch offen ist, irgendwann da rausgeschmissen wird. Und nicht mehr zählt. Einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Na, willst du was scannen? Nö. Boah, bei meinem ersten Spielen. Mein Freund, das ist die früheste Sepho-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken könnte ich das Morgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Bei meinem ersten Spielen habe ich diesen Schalter hier nicht sofort gesehen. So, wir bewegen uns jetzt genau nach unten in den Tempel rein. Aber wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die damit reinspielen. Aber wie gesagt, die Diskrepanz zwischen angezeigten Leuten im Chat und Viewern tatsächlich, das kommt von diesen Bot-Accounts, die eigentlich fast immer mit drin sind. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Das ist... Exzentrisch? Wem sagst du das? Stimmt, das geht aber ja noch nicht. Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Hast du das gesehen? Hm? Okay, das lassen wir mal da unkommentiert stehen, das Vieh. Ja, nee, aber das, deswegen ist das auch immer ganz unklug. Erstmal wegen den Leuten, die halt ungestört gucken wollen und nicht. Oh, da geht die Bitrate wieder in den Keller. Ich warte mal kurz. Also, dass ihr euch auf YouTube nicht wundert. So, da ist sie wieder stabil, glaube ich. Mal so ein bisschen hoch. Ja, für eine Weile zählt das dann. Ich sehe dich auch im Chat die ganze Zeit und nach einer Weile wird der View dann nicht mehr gezählt. Also so habe ich es jetzt von mehreren Seiten gehört, von, wie gesagt, so ein paar Leuten, die sich da sehr gut auskennen und das, die sagten das. Mein Stand war davor, dass das trotzdem zählt, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das habe ich dann des Öfteren danach anders gehört. Also nochmal, wenn es zwischendurch Ruckler oder sowas gibt, dann mein Upload macht da wieder mal Probleme. Mich nervt es langsam, aber es hat ja bald ein Ende. Hoffen wir mal, dass der Greenscreen rechtzeitig kommt und dann ist das ja gegessen, das Thema. Oha. Deswegen, wegen dieser Bot-Accounts, die da mit drin sind, ist das auch immer ganz klug, wenn man die Zuschauer im Chat anspricht. Speziell, wenn sie nicht schreiben. Das könnte ich jetzt zum Beispiel auch tun, mache ich aber nicht mehr. Das habe ich anfänglich mal gemacht, bis ich mal mich da ein bisschen schlau gelesen habe. Erstmal sprichst du halt Bot-Accounts ganz häufig an. Also wenn du sagst hier, hallo Commander Root, danke für das Zuschauen. Warum schreibst du denn nicht oder so? Das ist halt blöd. Und dann hast du noch den Faktor mit drin, es gibt halt Leute, die wollen das vielleicht im Hintergrund oder nebenher laufen haben und eben entscheiden sich aktiv, ich möchte nicht am Chat teilnehmen, will das aber gerne gucken. Und dann sprichst du die Leute an, dann gehen die. Das habe ich zum Beispiel letztens ja gemacht mit dem Banks. Ja, der war hier drin. Ich sehe das halt. Ich habe halt diesen Chatbot da laufen auf dem Bildschirm da oben. Und da sehe ich das halt. Aber man spricht die Leute halt am besten dann nicht an. Mario, jetzt nicht. Könnte ich, aber mache ich nicht. Weil eben, wie gesagt, Bot-Accounts und Leute, die halt einfach so gucken wollen. Mein Gott, was ist denn da los? Ich muss das, glaube ich, in einem machen jetzt. Sonst habe ich zu wenig Schwung dafür. Ja, eben.
Ach, wir müssen... Die geriffelten Sachen heißen immer, dass du da langlaufen kannst. Das war knapp. Okay. Genau. Und es gibt aber Leute, die, wenn die dann trotzdem angesprochen werden, hauen die sofort ab, weil die gar nicht sich beteiligen wollen. Also überhaupt gar nicht. Das ist auch okay, da muss man halt mit leben. Aber deswegen macht man das halt nicht. Aber es ist so der Fehler von vielen Stream-Anfängern ist tatsächlich, habe ich gelesen, und ich habe es anfänglich halt auch gemacht, dass die Leute angesprochen werden. Das macht man nicht. Ach ja, jetzt kommt wieder das tolle Windrätsel. Ich glaube, das war so einer in der Richtung von den Punkten, wo ich damals aufgehört habe hier im Stream. Also nicht, weil ich es nicht weiß, wie es geht, aber da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir bis da auch waren. So, genau das müssen wir quasi machen, wenn die Kugel hier ist, damit die in die Mitte rollt. So, jetzt müssen wir gleich festhalten da. Aber zu früh gedrückt. Warten wir noch eine Runde. Noch eine Runde, noch eine Runde. Jetzt die letzte Chance. Ja. Genau das heißt es. So. Na, das habe ich verkackt. Schade. Okay. Ja, genau, du musst was anklicken, damit es zählt, ja. Oder die Maus bewegen oder ähnliches. So, da haben wir's. Nein, sie ist daneben gerollt. Blöde Kugel. Warum ruckelt das hier so? Also da kann ich mich nur für entschuldigen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Dauerzustand. Und das liegt jetzt irgendwie an diesen Partikeleffekten. I hope so zumindest. So, jetzt aber, oder? Da ist auch noch ein Machtecho. Na komm. Ah, geht doch. So, das nehmen wir mit. Ja, theoretisch, du musst was anklicken oder ähnliches, damit du permanent gezählt wirst, ja. So, wenn das Geruckel jetzt gleich nicht aufhört, dann muss ich beim nächsten Speicherpunkt mal eben einmal, wie letztes Mal das Spiel, zurück zum Hauptmenü und danach wieder... die Stelle laden, aber ich... müssen wir jetzt gleich mal gucken. Das hatte ich letztes Mal auch. Aber da muss ich zumindest... noch warten, bis ich einmal speichern kann. Zeit für einen Step. Wenn das jetzt weiter ruckelt. Aber ich glaube, jetzt hat es sich... Ja, es lag, glaube ich, da in dem Bereich. Also, ja, wobei... Ja, gucken wir mal. Also, ist manchmal so. Nee, nee, Thesia, das verstehst du falsch. Du wirst natürlich, auch wenn du nicht als Zuschauer zählst, wirst du natürlich trotzdem mir als Viewer wegen des Chat-Beitritts angezeigt. Also du bleibst in meiner Viewer-Liste. Viewers heißt bei mir in dem Chatbot, dass alle Leute, die im Chat sitzen. Deswegen habe ich das gefragt. Du wirst aus der Liste nicht rausgenommen.
So, ich glaube tatsächlich, dass ich das jetzt gleich einmal machen muss, weil... Okay, da kommen wir so nicht dran. Weil das ruckelt immer noch so. Das ist, ich glaube, das ist auch wieder irgendein Bug vom Spiel. Ich finde es so schade. Das habe ich nicht gehabt, als ich das damals durchgespielt habe. Aber wir sind ja schon an einem Speicherpunkt. Gucken wir mal, ob das jetzt noch so ist. Auf jeden Fall müssen wir jetzt einmal ausruhen. Naja, wie gesagt, in der Zuschauerliste vom Chat her stehst du natürlich weiterhin mit drin. So, gucken wir mal. Ja, jetzt gerade sieht es wieder so aus, als wenn es nicht mehr ruckelt. Ach, ich weiß nicht. So. Ja, doch, ich glaube, jetzt hat es sich gefangen. Gegen die kann man noch nicht so viel machen, aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Geh du mal ab. Na. So, tot ist er. Können wir mal scannen. Ja, ja, wie gesagt, im Chat bleibst du natürlich drin. Aber du zählst halt nicht mehr über diese Zuschauerzahl, die zählt dann halt nicht mehr für dich. So, wo ging es denn jetzt hier weiter? So, da, das können wir eigentlich mal da reinschmeißen. Alles klar, dann bis gleich. Können wir das danach auch wieder zumachen. Und dann gehen wir hier hoch. Und hier runter. Ach, schön, wenn sowas funktioniert. Ich muss auch sagen, von dem Spiel, die Optik finde ich mega schön. Und auch die Story und alles finde ich schön ausgedacht. Das hat die EA echt mal gut gemacht. Und keine DLCs. Bei dem Spiel hätte ich gerne einen DLC. Ich hätte gerne Story-Erweiterung. Aber ich hoffe einfach mal, dass ein Teil 2, der ja wie gesagt kommen soll, dass denn ein Teil 2... die Geschichte mit Cal und Co. weiter fortsetzt. Oh nein, jetzt fängt das Gelegge wieder an. Das ist natürlich nicht so optimal. Ich hoffe, das war jetzt nur ein kurzer Laderuckler. Okay, da war ich. Ja, man muss hier mit dem Wind halt gucken. Das heißt, wir springen da ein bisschen nach da. So, Wunderbärchen. Ach, schade, dass wir noch keinen Force Push haben. Dann muss man sich halt leider noch ein bisschen anders helfen. Ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. So sieht's aus, ja. Sonst wären wir da nicht rübergekommen. Genau, ein Lichtschwert löst nicht alle Probleme. Das ist wohl so. Ah, super, da ist wieder so ein Typ. Ach ja, ich freue mich. Ja, ist klar. Schieß doch direkt einmal durch das ganze Level.
Das war knapp. Verdammt. Verdammt, das hat leider nicht so richtig geklappt. So, wo haben wir denn zuletzt? Ach, hervorragend. Der Typ ist jetzt natürlich auch wieder da. Da aber der Rest des Levels noch so geblieben ist, gucken wir, dass wir jetzt möglichst schnell erstmal wieder da hochkommen. Weil das macht noch nicht so viel Sinn. Und ich habe im Gefühl, dass wir gleich noch eine Machtfähigkeit bekommen könnten, die dafür hilfreich ist. Habe ich zumindest so im Gefühl. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet. So, jetzt sollen wir erstmal nochmal hier. Gut, das sieht so aus, als wenn das ein Loch, ein Loch wäre ohne Boden, aber es ist doch tatsächlich gar nicht so tief. Das gibt's doch jetzt nicht. Komm. Kerl, bitte. Halte dich an dieser Kante fest. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt spring doch darüber. Mehr kann ich doch nicht machen. Hallo? Warum? Geht doch. Jetzt kommen die wieder aus ihren Löchern. Einmal. Ja, ist gut. Ja, blocken wäre gut gewesen. Haben wir aber nicht. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Dann sind wir da auch schon drüben. So, und dann machen wir hier so, so, so und dann sind wir auch schon... Genau, das ist nämlich immer noch aktiviert. Und dann sind wir da. Tada! Und da ist wieder unser Freund und Kupferstecher. So, er hat jetzt schon gut Schaden gekriegt, das ist hervorragend. Ja, alles klar. Okay, er hat sich diesmal selbst sehr einfach gemacht und einfach sich selbst getötet zu halb. Also da kommen wir noch nicht dran, oder? Nein, da kommen wir nicht dran. Dann müssen wir einmal hier das aufmachen. Eine sehr windige Angelegenheit. Und dann werden wir nicht so darüber gebracht, wie wir eigentlich hätten rübergebracht werden sollen. Hervorragend. So mag man das doch. So. Warum nicht? Leck mich. Das gibt's doch jetzt nicht. Was ist denn das jetzt? Okay, also nochmal hier hoch. Ah, geht doch. Also, oh.
Was? Warum? Warum sagt denn die Capture Card? Sekunde, da muss ich mal gerade gucken. Ha. Das ist aber auch eine Problematik, die ich jetzt das erste Mal sehe. No Signal. Was ist das denn jetzt? Aber das sagt doch, dass es da ist. Ja, schön. Ich habe gerade so ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ach, das darf doch jetzt nicht sein. Oh, jetzt gehen doch der Upload gerade wieder runter. Das ist natürlich sehr gut. Sekunde, das kriegen wir hin. Es werde blau. Dann müssen wir jetzt einmal den ausmachen, wieder anmachen. Aha. So, jetzt ist natürlich. Ja, so sieht's aus. Ach, komm. Gib mir mal eine Programme. Oh nö. Sekunde. Ja, dann muss ich mal grad. Machen wir mal grad. Ich schau mal kurz, dass ich an den Speicherpunkt komme. Weil ich glaube tatsächlich, dass ich da an der Stelle jetzt nicht viel machen kann. Also ich gehe nur ganz minimal weiter. Das kommt dann auch auf YouTube so. Ich meine, das sind jetzt technische Probleme, die ich gerade habe. Ach, eigentlich ist nicht schlimm. Wir machen gleich an der Stelle weiter. Sekunde, ich mache ja einmal zurück zum Desktop. Zurück zum Titel. Ich mache zurück zum Desktop. Ja, das Spiel kennt mit Sicherheit jeder. Dazu dann noch die Upload-Probleme im Stream. Ja, wie gesagt, das wird auf YouTube dann auch so sein. Jetzt sag mir nicht. Ah, so. Jetzt machen wir nochmal OBS Studio auf. Zack. Nochmal zu. Wieder auf. Aha. Ja, warum auch immer da die Capture Card gerade ausgestiegen ist. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich noch nie gehabt. Und ich habe die schon lange. So, ich muss dann mal ganz kurz das Spiel einfach wieder starten und dann geht es auch direkt weiter. Da müssen wir zwar den Typen wahrscheinlich nochmal machen, aber was soll es? Also, das Spiel lädt jetzt. Ja, man hört auch schon was. Sehen tut man noch nichts. Warum sieht man nichts?
Da sieht man was. Okay. Und da war wieder mal der Upload im Keller. Ach Mann, ey, das nervt. Das tut mir echt leid für die Leute auf Twitch, dass das so ist und auch das technische Problem gerade, aber wir haben es, denke ich, relativ moderat schnell gelöst. Hoffe ich. Mal gucken. Vielleicht hat die Capture Card ja nochmal keine Lust. Wir sagen fortfahren und dann hoffen wir, dass wir nicht zu weit jetzt zurückgeschmissen werden, aber eigentlich hatten wir ja da eben gespeichert. Ich habe auch schon länger bis auf die Upload-Sachen keine technischen Problemchen mehr gehabt, insofern hoffen wir mal, dass das dann... ja, okay. Ja, wir müssen tatsächlich nur eine Sache hier kurz machen, dann sind wir relativ schnell wieder bei dem Typen von eben und dann dürfte das eigentlich auch kein Problem sein. Natürlich springe ich daneben. So, ja, wie gesagt, technische Probleme, da steckt man nicht drin, ne? Warum auch immer die Capture Card da jetzt gerade eben gesagt hat, nö, ich will nicht mehr. Vielleicht findet die Capture Card das blöd, dass sie nicht klonen darf, meinen Bildschirm, sondern dass ich mit einem blöden OBS-Umweg das Ganze mache. Ich habe keine Ahnung, aber dass da steht No Signal, während der Rechner eigentlich noch ein Signal ausgibt. Wer weiß, was das wieder Tolles ist. Vielleicht irgendwas im AMD-Treiber, wer weiß. Aber es ist das erste Mal jetzt seit... Also ich habe das Problem noch nie gehabt. Okay, dann machen wir das nochmal. Und natürlich machen wir es wieder falsch. So, und jetzt machen wir es richtig und jetzt kommen wieder die blöden Ratten da raus. Und die natürlich schmeißen die uns runter, na klar. Ja, Tesa, du hast recht, das Spiel wird mit Sicherheit jeder kennen. Das stimmt, ja. Ach Mann. Aber für genau so Sachen wie mit dem Upload und so, bei anderen Sachen ist mir das egal, deswegen nehme ich aber für YouTube jetzt immer nochmal separat auf. Ich meine, das ist jetzt natürlich blöd, dass dann da jetzt technische Probleme drin sind. Und warum leckt das Spiel jetzt gerade wieder so? Ich habe keine Ahnung. Das bitte ich auch zu entschuldigen. Na klar. Achso. Nett. Das hat uns direkt weiter nach vorne gebracht. Wahrscheinlich hat sie sich gedacht, bevor der jetzt noch 5-mal da runterfällt. Warum leckt das jetzt wieder so? Macht der auch gerade im Hintergrund Updates oder was? Habe ich die nicht pausiert eigentlich? Jetzt springen wir ganz schnell, bevor wir wieder von so einem Ding erwischt werden. Stimmen. Und weiter geht's. So, jetzt sind wir wieder bei unserem Kumpel angekommen, wo gerade eben dann irgendwann das No Signal da war. Ich weiß gar nicht, ab wann. Mach doch nochmal deinen schönen Laserstrahl. Da hätte ich Bock drauf. Komm. Nee. Du kannst einfach durch die durchlaufen, das ist voll...